Hallo YouTube, mein Name ist Lukas, ich bin 24 Jahre alt und trainiere mittlerweile seit über 9 Jahren aktiv Parkour und Freerunning. Und leider habe ich mich in der Zeit mehr als nur einmal böse verletzt. Und zwar hatte ich 2 Sprunggelenksüberdehnungen am linken Sprunggelenk, über 5 Jahre lang Schmerzen im linken Leistenbereich durch einen überreizten Hüftbeuger und mit der Quadrizepssehne an meinem rechten Bein hatte ich auch schon zu kämpfen. Und die Lehre, die ich aus all meinen Verletzungen bis jetzt habe ziehen können, ist die, dass ich mich immer nur dann verletzt habe, wenn mein Warm-up zu schlecht war. Wow! Also wenn ich quasi meinen Körper nicht genug auf die Belastung vorbereitet hatte, mit denen wir in unserem Sport nun mal umgehen. Und der Lösungsansatz, den ich für mich gefunden habe, ist der, mich inspirieren zu lassen, und zwar von einem Personal Trainer, mit dem ich jetzt seit einem Jahr arbeite, einem Physiotherapeuten und einem Osteopathen und einem Chiropraktiker, mit dem ich in der Vergangenheit zu tun hatte. Und ich habe mir quasi von allen 4 Parteien Übungen zeigen lassen, die mich dabei unterstützen, gut in mein eigentliches Parkour- und Akrobatiktraining reinzukommen. Und daraus habe ich mir quasi eine eigene Warm-up-Routine gebastelt, die ich jetzt immer durchführe, bevor ich mein eigentliches Parkour-Training beginne. Und diese Routine möchte ich jetzt gerne in dem heutigen Video mit euch teilen. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den folgenden, hoffentlich sehr lehrreichen Minuten. Bei dem Warm-up-Konzept, was ich euch hier vorstelle, geht es um 2 große Bereiche, und zwar zum einen um die Gelenke und zum anderen um die Muskulatur. Bevor wir damit anfangen, die Muskulatur richtig aufzuwärmen, machen wir uns erstmal daran, unsere Gelenke aufs Training vorzubereiten. Das bedeutet Training ohne muskuläre Belastung. Wir aktivieren unsere Gelenkkapsel und sorgen für eine gute Verteilung der Gelenkflüssigkeit. Ich arbeite mich normalerweise von unten nach oben durch meinen Körper durch, das heißt, wir beginnen mit den Sprunggelenken. Und die erste Übung, mit der ich da anfange, ist ein leichtes Kreisen meiner Sprunggelenke, komplett ohne Impact. Das heißt, ihr stellt einfach nur die Fußspitze auf und macht dann pro Sprunggelenk, pro Kreisrichtung jeweils 15 bis 20 Wiederholungen. Kann natürlich auch mehr sein, hört einfach auf die Signale eures Körpers und macht so viel, wie ihr euch wohlfühlt. Bei diesen Übungen gibt es kein zu viel. So, die nächste Übung fürs Sprunggelenk. Ihr hebt euren Fuß an und bewegt ganz einfach eure Fußspitze von oben nach unten und im nächsten Durchgang von links nach rechts. Achtet auch hier wieder auf euren Körper und macht mehr, wenn ihr euch danach fühlt. Nach den Sprunggelenken sind die Knie dran. Ich mache eine leichte Kickbewegung und halte mich auch hier wieder pro Seite an 15 bis 20 Wiederholungen. Und weiter geht es mit den Hüftgelenken. Die Kickbewegung von gerade eben weite ich dafür den ersten Teil quasi einfach ein bisschen aus. Für den zweiten Teil meines Hüftgelenk-Warm-ups und um die Gelenkflüssigkeit möglichst gut zu verteilen, zeichne ich mit meinem Knie große Kreise in die Luft. Wichtig bei dieser, aber auch bei jeder anderen Übung: wenn ihr irgendwo Schmerzen habt oder feststellt, es knackt in eurem Körper, macht den Bewegungsumfang ein bisschen kleiner. Hört eurem Körper zu, arbeitet um den Schmerz herum und niemals in den Schmerz hinein. Zwischendurch könnt ihr euch auch gerne immer wieder mal ausschütteln. Im Anschluss an die Hüftgelenke gehen wir weiter nach oben Richtung Rücken. Hier beuge ich mich nach unten, atme tief ein und beim Ausatmen versuche ich quasi gefühlt jeden einzelnen Wirbel nach oben aufzurollen. Das gleiche mache ich dann nochmal in die andere Richtung für insgesamt 5 Wiederholungen. Kleiner Tipp: guckt, dass ihr diese Übung synchronisiert mit eurem Atem ausführt. Einatmen, wenn ihr ganz unten oder ganz oben seid, ausatmen beim Aufrollen oder beim Abrollen. Dadurch, dass ihr nämlich quasi über Kopf seid, hat das noch den netten Nebeneffekt, dass euer Kreislauf angeregt wird. Auch hier schüttle ich mich am Ende meiner Rückenübung nochmal kurz aus. Und weiter geht es mit den Schultern. Zum Starten ganz einfaches Schulterkreisen vorwärts und rückwärts. Als nächstes, um nochmal andere Winkel zu erreichen, schwinge ich die Arme in gebeugter Haltung vor und zurück.
und im nächsten Durchgang dann von innen nach außen. Weiter geht es mit den Ellenbogen. Arm nach vorne ausstrecken, Handfläche zeigt nach oben, durch den anderen Arm durchführen und unten den Arm wieder strecken, Handfläche zeigt nach außen. Nun die Handgelenke, Hände greifen ineinander und schön kreisen lassen. Am Ende der Übung und auch nochmal zur Auflockerung könnt ihr eure Hände nochmal einfach schön ausschütteln. Abschluss unseres Warm-ups für die Gelenke bildet der Nacken. Ganz vorsichtig den Kopf von links nach rechts drehen und im Anschluss genauso vorsichtig von oben nach unten. Zum Abschluss lasst ihr den Kopf dann nochmal in einem Halbkreis von links über unten nach rechts kreisen und wieder zurück. So, das war der erste Teil des Warm-ups. Eure Gelenke sollten nun auf das Training vorbereitet sein und ihr könnt jetzt damit anfangen, euch eurer Muskulatur zu widmen. Ganz wichtig noch zum Abschluss des Gelenks und zur Einleitung des Muskel-Warm-ups. Jeder Körper ist anders. Ich behaupte nicht, das perfekte Warm-up für alle gefunden zu haben. Ich zeige euch hier nur ein System, das für mich gut funktioniert. Vielleicht findet ihr das ganze System super. Vielleicht gibt es nur ein paar Übungen davon, die ihr gut findet. Vielleicht wollt ihr das Ganze ergänzen um eigene Übungen, die ihr persönlich kennt und die für euch gut funktionieren. Ihr seid da völlig frei und macht das alles in enger Zusammenarbeit mit eurem Körper. So, ihr seht, ich habe auch schon angefangen mit meinem Muskel-Warm-up. Und ich persönlich finde das ein bisschen schwieriger zu übermitteln als das Gelenk-Warm-up, weil jeder Körper da andere Bedürfnisse hat. Von daher werde ich euch jetzt hier keine genauen Übungen vorgeben oder Wiederholungsanzahlen vorgeben, sondern euch nur ein paar Übungen zeigen, die ich normalerweise so mache. Wichtig ist quasi, dass ihr versucht, langsam euch in Bewegungen reinzufinden, die dann später in eurem Parcours-Training eben höheren Impact haben. Das heißt, leichte Sprünge, ihr könnt ein bisschen squatten, alles eher langsam und versucht, eure Muskulatur zu aktivieren. Ihr könnt es auch, wenn ihr wollt, wie eine Art Krafttraining mit geringer Intensität sehen. Macht ein paar Liegestütze, aber nicht so, dass ihr krass gefordert werdet, sondern echt, dass ihr einfach merkt, eure Muskulatur wird langsam warm und ihr könnt danach anfangen, wirklich Sprünge und Akrobatik zu machen. Das war mein Warm-up. Bevor ich also ins eigentliche Training einsteige, sind das die Steps, die ich mit meinem Körper durchlaufe, um ihn aufs eigentliche Training wirklich gut vorzubereiten. Meine Gelenke sind vorbereitet, meine Muskulatur ist vorbereitet und ganz wichtig, bevor ich dann im Training mir direkt die größten Sprünge raussuche oder die Sprünge, die mich am meisten reizen, suche ich mir kleine Challenges mit möglichst geringem Impact. Ich mache vielleicht Flow-Challenges oder fange an mit Prezis und Strides, die weit unter meinem eigentlichen Niveau liegen. Ich versuche mich da Stück für Stück an ein Maß an Impact ranzutasten, wo ich merke, okay, hier fängt mein Körper jetzt wirklich an zu arbeiten. Also, wenn ihr euer Warm-up gemacht habt, geht nicht direkt los, ihr seid nicht unbesiegbar nach dem Warm-up, sondern immer alles im Einklang mit eurem Körper. Genug gelabert, ich wünsche euch jetzt viel Spaß im Training, ich hoffe, meine Warm-up-Tipps haben euch was gebracht. Und wenn ihr sehen wollt, was wir sonst so treiben, liked unseren Channel, checkt die anderen Videos aus und wir sehen uns nächsten Monat.